Seit mehr als 60 Jahren suchen wir nach Spuren anderer intelligenter Lebewesen im All, doch bisher vergeblich. Alle Botschaften, die Wissenschaftler selbst in weiter entfernte Regionen schickten, blieben bisher unbeantwortet und so wie es aussieht, sucht auch niemand den Kontakt zu uns. Einige Forscher behaupten, dass es dafür gute Gründe gibt. Wir schauen uns heute 5 Gründe an, weswegen wir keine Aliens treffen können. Doch zuerst möchten wir dich noch kurz um einen kleinen Beitrag bitten. Du kannst unsere Arbeit optimal unterstützen, indem du unseren Kanal abonnierst, die kleine Glocke läutest und uns am Ende des Videos einen Like gibst. Natürlich nur, wenn es dir gefallen hat. Und jetzt geht's los mit den Top 5 Gründen, weswegen wir keine Aliens treffen können. Es gibt keine Aliens. Noch vor 100 Jahren wussten wir Menschen kaum etwas von unserem Sonnensystem. Die Beobachtung von Planeten mit Fernrohren war zwar möglich, doch wir hatten keine Ahnung, wie die Planeten auf der Oberfläche beschaffen sind und ob auf dem Jupiter, Mars oder auch auf der Venus Menschen oder andere Lebensformen existieren. Seit in den 1960er Jahren die ersten Raumsonden durchs Sonnensystem flogen, wurde klar, dass unsere Nachbarplaneten unbewohnt sind. Selbst die Suche nach minimalen Spuren von Leben, nach Bakterien oder einfachen Flechten und Moosen verlief bisher erfolglos. Inzwischen besitzen wir Teleskope, mit denen wir Planeten außerhalb unseres Sonnensystems aufspüren können. Einige Exoplaneten haben wir sogar im näheren kosmischen Umfeld der Erde gefunden. Doch noch ist unklar, wie lebensfreundlich diese sind. Klar ist nur eines: Von da draußen erreichen uns keine Signale. Es scheint niemand zu suchen außer uns. 1960 suchte der Astronom Frank Drake erstmals mit einem Radioteleskop in 2 nahegelegenen sonnenähnlichen Sternsystemen nach den Spuren außerirdischer Signale. Später entwickelte sich aus Drakes Bemühungen das internationale Projekt SETI. Forscher und Forscherinnen lauschen seit 60 Jahren in die Tiefen des Alls und hoffen, irgendetwas aufzuschnappen, das nach Lebewesen, einer Zivilisation oder einer technischen Einrichtung klingt. In der ganzen Zeit gab es 3 oder 4 Signale, die nicht durch natürliche Phänomene erklärt werden konnten, doch der große Fund einer Technosignatur, die den eindeutigen Hinweis auf außerirdische Funksprüche liefert, gab es nicht. Wir müssen der Möglichkeit ins Auge blicken, dass es da draußen einfach keine Außerirdischen gibt, dass wir wirklich ganz alleine in den Weiten des Kosmos sind. Für Jill Tarter, Mitbegründerin des SETI-Instituts in Kalifornien, ist das keine Option. Die Forscherin glaubt fest daran, dass wir einfach noch nicht lange genug zugehört oder genau genug hingesehen haben. Tarter sagte in einem Interview, dass das All ein Ozean sei und in den ersten 50 Jahren hätten wir gerade einmal ein Gebiet in der Größe eines Wasserglases untersucht. Dank enormer technischer Fortschritte sei es in den letzten 10 Jahren eine Badewanne geworden. Trotzdem ist das immer noch ein verschwindend geringer Teil. Aussagen wie Aliens gibt es nicht, können nach Meinung der SETI-Forscherin trotz der bisher ausgebliebenen Erfolge derzeit nicht getroffen werden. Wir leben in der falschen Zeit. Das All existiert seit rund 13,4 Milliarden Jahren. Erste Galaxien gab es neuesten Erkenntnissen zufolge schon 200 Millionen Jahre nach dem Urknall. Das Leben auf der Erde brauchte 3,8 Milliarden Jahre, um sich zu dem zu entwickeln, was es heute ist. Es ist also denkbar, dass es vor der Entstehung unserer modernen und technisierten Zivilisation andere Lebewesen im Kosmos gab. Vielleicht haben diese Signale auf die Erde geschickt, als der Mensch gerade die Steinzeit erlebte und niemand hat das mitbekommen. Andere Zivilisationen könnten inzwischen untergegangen sein oder sie haben die Suche einfach irgendwann aufgegeben und denken jetzt, wie wir manchmal auch, dass sie alleine in den Weiten des Kosmos seien. Es ist auch gut denkbar, dass im All viele weitere Lebensformen existieren, die unsere Signale nicht auffangen können. Sie befinden sich auf einer anderen Entwicklungsstufe und interessieren sich womöglich überhaupt nicht fürs Universum und Aliens. Die Entfernungen machen Kontakt unmöglich. Es klingt simpel. Wir schicken ein Radiosignal oder eine Sonde in den Kosmos und irgendwann muss die ja irgendwo ankommen. Doch die Distanzen im All sind für unsere technischen Möglichkeiten immer noch gigantisch. Die Voyager-Sonden haben mehr als 30 Jahre gebraucht, um an die Grenzen des Sonnensystems zu gelangen. Bis sie im interstellaren Raum auf die nächsten Sterne und Planeten treffen werden, können mehrere 100 bis 1000 Jahre vergehen.
Das nächste Sternsystem, Alpha Centauri, ist etwas mehr als 4 Lichtjahre von uns entfernt. Das klingt zunächst gar nicht so weit, doch uns muss bewusst sein, dass nur das Licht läppische 4 Jahre brauchen würde, bis es dort ankommt. Licht rast mit einer Geschwindigkeit von 300.000 Kilometern pro Sekunde durchs All. Wir schießen derzeit unsere Raumschiffe unter einem enormen Kraftaufwand und mit einer maximalen Beschleunigung von 28.900 Stundenkilometer ins All. Im All bewegen sich Space Shuttles vergleichsweise im Schneckentempo fort. Wollten wir auf dem bisherigen Stand der Technik Alpha Centauri erreichen, bräuchten wir 75.000 Jahre. Funksignale breiten sich mit Lichtgeschwindigkeit aus. Unsere Signale sind bis jetzt also in einem Umkreis von 60 Lichtjahren zu hören. Innerhalb dieses Kreises gibt es etliche Sternensysteme und sicher auch mehrere Dutzend Planeten. Geantwortet hat aber noch niemand. Empfängt momentan eine 60 Lichtjahre entfernte Kultur unser Signal, würde es weitere 60 Jahre dauern, bis die Antwort bei uns ankäme. Es ist also denkbar, dass Aliens vor 10 oder 20 Jahren einen Funkspruch gehört haben, die Antwort hat uns aber noch nicht erreicht. Wir sind den Aliens zu primitiv. Es gibt Dutzende Geschichten, wonach Aliens bereits versucht haben, Kontakt zu uns aufzunehmen, aber an der Sturheit der irdischen Politiker gescheitert sind. Andere behaupten gar, es gäbe solche Kontakte, nur werden diese vor der breiten Öffentlichkeit geheim gehalten. Am authentischsten sind derzeit viele hundert UFO-Sichtungen weltweit sowie auffallend viele Sichtungen von nicht identifizierbaren Flugobjekten rund um die internationale Raumstation ISS. Diese Sichtungen lassen allemal den Schluss zu, dass es Aliens geben könnte. Offenbar beobachten sie uns und unsere Aktivitäten im All aber nur und suchen keinen aktiven Kontakt zu uns. Dafür kann es einigen Wissenschaftlern und UFO-Freunden zufolge auch gute Gründe geben. Für eine hochentwickelte außerirdische Spezies könnten wir Menschen wie Barbaren erscheinen. Wir beuten unseren Planeten aus, haben große soziale Probleme, führen Kriege untereinander und sind gerade auf dem besten Weg, unseren Planeten im Müll ersticken zu lassen. Das wirkt nicht gerade attraktiv. In den 1960er Jahren entwickelte der russische Forscher Nikolai Kardaschow eine Skala, die den Entwicklungsgrad einer Zivilisation am Energieverbrauch und der Art der Energiegewinnung misst. Diese Skala hatte ursprünglich 3 Stufen und berücksichtigte auch Faktoren wie globalen Frieden, den effektiven und nicht schädlichen Umgang mit Ressourcen, hohe soziale Standards und so weiter. Wir Menschen stehen auf der Skala derzeit bei 0,6. Die 1 werden wir nur erreichen, wenn wir unsere Umweltprobleme und die Spannungen unter den Völkern in den Griff bekommen. Spezies, die mit UFOs durchs ganze All düsen können, haben die 2,5 überschritten. Für diese Lebewesen könnten wir also wahrlich so etwas wie Halbwilde sein. Sie beobachten uns, meiden vorsichtshalber aber den Kontakt, weil der Mensch immer noch unberechenbar scheint. Außerirdische, die uns beobachten, sehen unsere topmoderne ISS vielleicht wie einen Backofen aus den 1960er Jahren. Sie wundern sich, was die Menschen in der Kapsel treiben und wieso sie in Schwerelosigkeit dahin treiben und im All kaum dazu in der Lage sind, ihre Haare zu bändigen. Sie sehen unseren Raketenschrott, der durchs All fliegt, unsere Müllberge, den Weltraumschrott, der sich langsam auch schon im Orbit um die Erde herum ansammelt, und dann sehen sie vielleicht auch noch, wie wir verzweifelt versuchen, den Mars zu besiedeln, weil wir Angst haben, unsere eigene Welt bald zu verlieren. Schauen die Aliens dann auch noch Erd-TV und sehen, wie Jeff Bezos verkündet, dass er die irdische Schwerindustrie auf den Mond verlegen möchte, werden hochentwickelte Aliens vielleicht nur mit dem Kopf schütteln, den Warp-Antrieb zünden und schauen, dass sie schnell weiterkommen. Wir haben die Aliens nicht erkannt. Es gibt Forscher, die behaupten, organisches Leben könne nur eine einzige Form von Leben sein. Daneben wäre es denkbar, dass es Aliens gibt, die in anderen Dimensionen oder in anderen Formen existieren. Das wahre Geheimnis des Lebens ist nach wie vor nicht entschlüsselt. Wir wissen nur, dass sich aus irgendeinem Grund auf der Erde simple Einzeller gebildet haben und im Laufe von Milliarden Jahren wurden daraus so gigantische Lebewesen wie die Dinosaurier oder eine technisch entwickelte Spezies wie wir Menschen. Was aber schlussendlich wirklich Leben ist, wissen wir bis heute nicht. Wir können es nur an biologischen Werten wie Atmung, Zellteilung und Stoffwechsel festmachen. Leben kann aber weit mehr sein.
Einige spirituelle Traditionen oder auch alte Religionen behaupten, dass es neben den Menschen aus Fleisch und Blut praktisch gleich um die Ecke andere Lebensformen gibt. Je nach Kulturkreis nennt man diese Götter, Geister, Feen, Zwerge oder auch Lichtwesen. Einige aufgeschlossene Forscher halten es für gut möglich, dass biologisches Leben eine vorübergehende Phase ist. Das kann für den ganzen Planeten mitsamt seiner Vegetation, den Tieren und Menschen oder auch für einzelne Lebewesen gelten. Fast überall auf der Welt gibt es, seit Menschen denken können, Vorstellungen über eine unsterbliche Seele, die nach dem Tod in einer anderen Dimension weiterlebt. Vielleicht wohnen wir als Seelen irgendwo in einer anderen Ecke des Kosmos und haben rege Kontakte zu anderen Seelenwesen. Wieso es vielleicht besser ist, keinen Kontakt zu haben. Alle Welt sehnt sich nach dem Erstkontakt. Wie schön wäre es, endlich eine andere Lebensform zu treffen, interessante Aliens, vielleicht Lebewesen, die ihren technischen Fortschritt mit uns teilen oder auf einen Kaffee vorbeikommen wollen. Obwohl Hollywood Dutzende Filme erschaffen hat, die ganz andere Szenarien zeigen, denkt kaum jemand beim echten Erstkontakt an eine böse Überraschung. Wir senden munter Signale ins All, schicken Kapseln mit Details über unsere Zivilisation, unsere DNA und den Stand unserer technischen Entwicklung und glauben dabei automatisch, diese käme in passende oder sagen wir besser friedliebende und kontaktfreudige Hände. Doch was, wenn nicht? Der Russe Kardaschow war der festen Überzeugung, dass der technische Fortschritt mit einer gesamten Entwicklung der Spezies zusammenhängt. Kurz ausgedrückt könnte man sagen, dass dumme und aggressive Spezies ihren eigenen Planeten vernichten und es nicht schaffen werden, die für die Raumfahrt notwendige Licht- oder Überlichtgeschwindigkeit zu erreichen. Für Kardaschow war klar, dass nur Lebensformen, die ihren Hass, ihre Wut und ihren Zorn überwunden haben, dazu in der Lage sind, hochentwickelte Energieformen zu nutzen und durchs All zu reisen. Hat er recht? Müssten alle Aliens, die in der Lage sind, das Universum zu bereisen und uns zu erreichen, sozial hochentwickelt und freundlich sein? Trotzdem können wir nicht ausschließen, dass selbst eine friedliche, andere Spezies in uns Nahrung sieht, weil wir für sie wirken wie reife Äpfel an einem Baum und die Aliens unsere Gefühle und Intelligenz nicht erkennen können. Und wie denkst du darüber? Was hältst du von diesen 5 Gründen, wieso wir keinen Kontakt zu Aliens haben und vielleicht auch nie haben werden? Wir freuen uns sehr über deine Ideen und dein Feedback zum Video, wie immer unten in den Comments. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Simply Space.